glaube, wir können starten. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Open Source Exchange Ersatz im Unternehmensumfeld oder Enterprise-Umfeld. Speziell möchte ich behandeln eben die Synchronisation von Kalendern, Kontakten und Aufgaben des CalDAV und CarDAV-Protokollen im Open Source-Umfeld. Da gibt es ja mittlerweile einige Produkte am Markt, wobei gerade hier der Open Source-Begriff sehr dehnbar ist. Und viele eigentlich, wenn man genauer hinschaut, dann doch kommerzielle Teilprojekte haben oder gerade die Outlook-Integration ein proprietärer Connector dann erst recht wieder ist. Also muss man das ein bisschen durchleuchten natürlich, wie viel Open Source ist da wirklich drin. Und ich möchte eben vorstellen, Alternativen zum Microsoft Exchange ActiveSync Protokoll, das eigentlich der Hauptweg ist, um eben Microsoft-Produkte zu synchronisieren. Ja. Ein bisschen eine Frage ins Publikum, wie viel Know-how in dem Bereich ist vorhanden? Wer kennt CalDAV und CarDAV Standard? Okay, sehr gut. Dann brauche ich da auch nicht allzu viel wiederholen oder in die Tiefe gehen, sondern wer eher die praktischen Aspekte von unserer Lösung vorstellen. Ja, das Ziel soll sein, so als Case Study im Prinzip den Weg zu zeigen, wie ich komplett mit Open Source Produkten gängige Clients wie im Outlook, Thunderbird, mobile Endgeräte also ansteuern kann von einem Groupware-Server. So wie wir hier zum Beispiel sehen, auf der linken Seite Webfrontend von Nextcloud, die Kalenderansicht und rechts in der Outlook-Client. Ja. Kurz zu mir, ich bin seit 1999 an der FH am Technikum, bis vor kurzem in der Systemadministration tätig, also ca. 20 Jahre Linux-Sysadmin-Erfahrung mittlerweile, hauptsächlich im Account-Management, ASAP, Samba-Umfeld, aber auch im Groupware-Bereich. Ja. Ich mache aber nebenbei auch Schulungen und Consulting auf selbstständiger Basis in diesem Bereich. Ja. Weiters bin ich eben Lektor und Koordinator im Informatikinstitut an der FH und seit März 2017 auch stellvertretender Studiengangsleiter im Demo-Engineering und Simulation-Masterstudiengang. Und, was ich heute vorstellen möchte, Mitbegründer und Entwickler von Outlook CalDAV Synchronizer, dem einzigen Open Source Plugin für Outlook mit CalDAV-Unterstützung. Ja, wie gesagt, ganz kurz, wenn wir es wiederholen oder einen Überblick geben über die Formate in diesem Bereich, über die Standards, iCalendar für Kalender und Aufgaben, VCard für die Kontakte. Ja, das sind die zwei grundlegenden Protokolle und darauf aufbauend eben zur Synchronisation WebDAV, CalDAV, CarDAV oder eben als Konkurrenz bei der Exchange ActiveSync. Ja. Es gäbe nur weitere Protokolle, die mittlerweile aber nicht mehr marktrelevant sind, wie SyncML zum Beispiel. Also das hat sich nicht wirklich bewährt im Praxiseinsatz und ist mehr oder weniger tot eigentlich, wenn man es genau nicht kann. Zu iCalendar. Wer sich näher damit beschäftigt hat oder wer versucht hat, da einen Parser selbst zu schreiben, viel Spaß dabei, ist eines der grauenvollsten Standards oder RFCs, die ich kenne mittlerweile. Warum ist das so? Weil einfach irrsinnig viel Spezialdetails im RFC ausgelassen wurden und jeder Server, jeder Client das ein bisschen unterschiedlich interpretiert und ich irrsinnig viele Interoperability-Probleme damit habe. Ja. Prinzipiell, weil das Format ja für einfache Einträge recht simpel und recht lesbar, aber sobald es um wiederkehrende Termine geht, die über Zeitzonengrenzen hinweg versucht werden, da irgendwie zu definieren, fangen eben die Probleme an. Ja. Oder wenn es um Termineinladungen geht, die auf verschiedenen Clients bearbeitet werden und akzeptiert werden, dann gibt es da massive Probleme damit. Prinzipiell V-Event wäre der Container quasi für einen Kalendereintrag. To-Do für Kontakte, Journal wird eigentlich wenig verwendet. Für diese Informationen kann ich ablegen. Timezone-Informationen, das ist auch eine Wurzel vieler Probleme natürlich, zu dem komme ich später noch. Und Alarmdaten, also für Erinnerungen. Ne? Der aktuelle RFC ist der 5545 aus 2009. Ne? Wir haben so ein Beispiel, Eintrag einmal, so könnte das ausschauen. Das ist einmal nur die Zeitzonen. Information, die V-Timezone-Komponente und schaut schon relativ kompliziert aus, da ist das eine abgespeckte Version einmal, weil im Prinzip, wenn man es genau nimmt oder sich die komplette Definition der Zeitzone anschaut, auch mit historischen Daten,
müsste man jede einzelne Änderung, wo sich zum Beispiel eben Sommerzeit, Winterzeit verschoben hat oder die Regel dazu verschoben hat, extra abspeichern. Das Format ist prinzipiell so, dass ich eben Komponenten habe für Standardzeitzonen und für Daylight, also für Sommerzeit, und jeweils das Regelwerk angeben muss, wann triggert das, wann ändert sich das. Ja? Und dieses Regelwerk gebe ich dem mit solchen R-Rules zum Beispiel an, das ist nur eine Variante, ich kann es auch jedes Jahr händisch definieren, aber wenn ich eine fixe Regel habe, wie zum Beispiel der letzte Sonntag im Monat oder so, dann kann ich so eine R-Rule verwenden. Ja? Also zum Beispiel kann man das interpretieren als jährlich, immer im Oktober, am letzten Sonntag. Ja? Beginnend mit 25.10.1970. Also, hier schon mal die Einschränkung in dieser Definition, dass das erst ab 1970 eigentlich gültig ist. Ja? Und was soll passieren, wenn diese Regel zutrifft? Er ändert den Offset, den UTC-Offset eben von 2 auf 1 Stunde. Normalzeit wieder haben. Ne? Bei der Sommerzeit eben genau spiegelverkehrt, der letzte Sonntag im März. Ne? Das wäre die aktuelle Regel für die Zeitzone Europe-Vienna. Ne? Die Zeitzonen haben so einen Identifier, da gibt es aber auch wieder mehrere Formate. Windows zum Beispiel hat da komplett andere Zeitzonennamen und verwendet nicht diese OSN-DB, diese Standardzeitzonen. Das ist auch wieder eine Ursache für viele Probleme natürlich. Wenn ich dann mische zwischen Windows und Nicht-Windows-Clients. Ne? Das sind eben genau die Details, mit denen man dann kämpft, wenn man so ein Setup aufbaut. Ja, der eigentliche Termin, das V-Event, ist hier mal recht simpel gehalten, nur mit den Standardkomponenten, dem Description, Summary. Ein Alarm ist hier auch definiert und den Start und Ende von dem Termin. Da habe ich eben mehrere Möglichkeiten, da die Zeit, die Information anzugeben. Entweder eben so, wie es hier ist, mit einem Time Zone Identifier in Vienna. Damit heißt das, das ist eben ein Termin in genau dieser Zeitzone und er verwendet eben diese V-Time Zone Komponente, die vorher definiert wird. Ja? Oder sollte sie zumindest verwenden. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Manche Server gehen nur anhand von dem Identifier und nehmen dann die lokale Zeitzone, die zu dem Identifier passt. Und manche parsen wirklich die V-Time Zone Komponente. Aber ich könnte theoretisch auch hergehen. Ich werde meine eigene Zeitzone erfinden und dieses Format bilden. Ne? Was auch wieder zu seltsamen Effekten durchführen kann. Aber in dem Fall ist es einfach genau die Zeitinformation für diesen aktuellen Vortrag hier jetzt ne? Mit der korrekten Zeitzone Europe-Vienna. Und diverse andere Informationen wie Priorität, ob es sichtbar ist, wann es zuletzt geändert wurde, diverse Timestamps und eine unique ID natürlich. Eindeutig zu identifizieren. Ja, dasselbe für Kontakte ist eigentlich noch problematischer, der VCAP-Standard. Warum? Weil es da zwei aktuelle Versionen gibt, also so aktuell ist die Version 3.0 jetzt nicht mehr, wenn man aufs Datum schaut, 1998 der RFC, aber es ist trotzdem nur der verbreitetste Standard, den die meisten Server und Clients kennen. Mittlerweile gibt es den 4er-Standard von 2011, ein neuer RFC, wo viel geändert wurde, den aber eben viele Clients und Server noch nicht unterstützen. Auch Outlook kann damit zum Beispiel auch nicht umgehen und die meisten Server auch nicht. Und das macht es auch wieder schwierig und problematisch, da natürlich einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also besser ist eigentlich nach wie vor den 3er-Standard zu verwenden. Und ganz gut trifft es dieser Blogartikel da, The Sad Story of the VCAP-Format and its lack of interoperability. Also das trifft das wirklich perfekt. Also das sind auch Beispiele, also ein und dasselbe Kontakt, wie er unter Google ausschaut, wie er unter Apple iCloud ausschaut, wie er unter Thunderbird ausschaut, wie er unter Outlook ausschaut. Das ist nicht wiederzuerkennen und sollte eigentlich identisches Format sein. Sehr, sehr schwierig. Hier ein Beispiel-Eintrag mit den simplen Attributen, also da gibt es eigentlich nur wenig Probleme, Telefonnummern, Adresseinträge, E-Mail-Einträge, aber bei den Typen, bei diesen Erweiterungen hier, fangen es dann schon an, zu Problemen zu führen, wenn es Mixer zwischen verschiedenen Clients sind, aber irgendwo anders wieder importiere, exportiere. Also. Führt sehr oft zu Datenverlust oder es geht
Informationen, aber diese Attribute verloren und das führt dann zu Doppel-Einträgen. Dann habe ich auch die E-Mail-Adresse auf einmal verdoppelt, also hier als Work interpretiert wird, dann fällt dieses Projekt und jetzt neu reingeladen ist auf einmal eine persönliche E-Mail-Adresse und so doppelt drinnen oder gar nicht drinnen und so. Führt zu diversen Effekten. Ja, auf das aufbauend eben dann WebDAV, CalDAV und CardDAV, die auch eine gute Übersicht. Über diese Standards und Protokolle habe ich verlinkt. Und wenn man sich als Protokoll-Stack anschaut, auf unterster Ebene natürlich HTTP 1.1.1, dann WebDAV wird benötigt, WebDAV ACLs für die Principles und die Collections und das ganze Handling darauf aufbauen, dem CalDAV und CardDAV mit den aktuellen RFCs und darüber nur aufbauen, eben die ganze Scheduling-Thematik oder so, was jetzt erst recht wieder komplex wird, gerade im Enterprise-Umfeld, wo man das erwartet eigentlich, dass man sich Termineinladungen schickt und egal von wo die jetzt bestätigt werden, dass das einfach ordnungsgemäß hin und her synchronisiert wird. Das würden Sie erwarten natürlich, aber genau da gibt es in der Praxis eben die größten Probleme. Also, weil einerseits diese Termineinladungen per Mail verschickt werden, über IMIP, Standard, aber auch genauso gut vom Server scheduled werden. Ne? Im schlimmsten Fall kriege ich Einladungen verdoppelt, einmal vom Server, einmal vom Client als Mail. Das ist noch nicht so tragisch. Blöder ist, wenn ich es gar nicht kriege oder irgendwie verloren gehen oder die Rückantwort verloren geht oder ich dann erst keinen aktuellen Status habe, wer jetzt meinen Termin bestätigt hat oder nicht. Ne? Und noch schwieriger ist dann, wenn ich anfange, solche Termine zu verschieben, neu zu schedulen. Was passiert mit den Updates an die Teilnehmer? Wer ist der Organizer von dem Termin? Wenn ich das wieder mische auf verschiedenen Servern und hin und her synchronisiere zwischen einem Google-Kalender und irgendeinem Exchange-Server-Kalender oder so, habe ich da massive Probleme, genau in diesem Zusammenspiel. Also das sind die größten Schwierigkeiten, die es jetzt zu lösen gibt. Ja. Was ganz nett ist im CalDAV-Standard, was viele Server eigentlich nicht korrekt implementiert oder gar nicht implementiert haben, wo man sich viel Arbeit ersparen würde aus Client-Sicht, wäre das Auto-Discovery-Feature, was bei der Konkurrenz bei ActiveSync sehr schön funktioniert. Ich gebe nur E-Mail-Adresse und Passwort ein und er findet irgendwie alles automatisch vom Exchange oder Office 365-Konto. Das würde in der CalDAV-Welt eigentlich genauso gehen, wenn man es richtig konfiguriert eben. Über DNS, SFV und DXT-Records kann man diesen Lookup konfigurieren oder auch über Rellen und Redirects, also die am Webserver richtig eingestellt sind. Ne? Also prinzipiell, wenn der Client das unterstützt, sollte er, wenn ich nur den Domain-Namen angebe, automatisch eben zum Beispiel dieses Rellen und CalDAV dranhängen und dort einmal nachschauen, gibt es da drunter was. Ne? Wenn da ein richtiger Redirect drin ist, sollte er die prinzipiell ganz gut finden. Ja, das wäre eine Möglichkeit, oder eben über DNS-Lookups, dass der Client eben nachschaut, okay, ich habe jetzt nur die E-Mail-Adresse, er nimmt den Domain-Part davon, macht diese SFV-Lookups, zum Beispiel eben für CalDAV-S und wird redirected auf DAV-Example oder in dem Fall Port 443, also die HTTPS-Variante. Ja. Dann findet er mal zumindest den verantwortlichen CalDAV-Server für die Domäne, aber weiß noch immer nicht jetzt, unter welchem Pfad er irgendwas weitergehen soll, da bräuchte man auch noch eben den TXT-Rektor als zusätzliche Info, um den Pfad dran zu hängen, oder man verknüpft sie eben wieder mit der Meldung und Überlieferung von oben. Also beides ist möglich. Ne? Das ist eine sinnvolle Erweiterung, die eben noch zu wenig eigentlich unterstützt wird, meiner Meinung nach. Und das andere, was im Kommen ist in den nächsten Jahren, hoffentlich ist eben eine Vereinheitlichung von den Zeitzonen. Also, was Sie vorher angesprochen haben, dass manche Server das irgendwie ignorieren, oder es extrem mühsam ist, da diese V-Time-Zone-Komponenten überhaupt zu basen. Wenn wir uns eh geeinigt haben, im Prinzip weltweit auf ein Zeitzonenformat und Europe Vienna eigentlich eh genügen müsste und ich nicht da in jedem einzelnen Termin da seitenweise diese Regeln mitschreiben müsste. Und genau das ist das Ziel eben von dem 7809er RFC, eine Vereinheitlichung und eine Identifizierung einfach über Referenzen. Also eine eindeutige Identifier, damit ist klar, welche Zeitzone das ist und dann macht das nicht mehr Händespaß. Ne? Aber dazu müssen Sie eben alle Server und alle Clients natürlich committen, diesen Standard auch wirklich zu implementieren, damit ich da damit arbeiten kann.
Ja, damit ein Kalos-Server wirklich ein Kalos-Server ist, muss der formal diverse Dinge erfüllen. Wir haben ja den Outlook-Client beschrieben und dabei mit diversen Serverherstellern getestet und sind draufgekommen, dass es fast keinen gibt, der das wirklich RFC-konform bis ins letzte Detail implementiert. Viele unterstützen irgendwelche Detail-Report-Funktionalitäten nicht. Ja, die Grunddinge sind natürlich schon da, Webdriver-Unterstützung, TLS muss er können, E-Tags muss er können für die vom Webdriver-Protokoll her natürlich, vom HTTP-Standard selber schon, um die eindeutig zu identifizieren und zu wissen, ob das jetzt ein Update ist, eine neue Version. Also, das sind Grundlagen, aber beim Kalender-Report, was eigentlich die einzig wichtige Erweiterung zum klassischen Webdriver ist im Kalender-Standard, da fängt schon an, holprig zu werden von der Unterstützung. Ja. Wenn man abfragt, quasi mit Options, ist der Kalender-Access möglich? Liefern manche Server zurück? Nein, gibt es nicht, obwohl das kann. Ja. Das heißt, da muss ich mir beim Client schon immer Workarounds überlegen, wie mache ich dann trotzdem weiter beim Autodiscover, wenn der Server meldet, der kann es eigentlich nicht, obwohl das kann und so weiter. Also diverse Ausnahmen sind da einzubauen. Ja. Hier wäre jetzt ein Beispiel für einen ein bisschen exotischeren Kalender-Query, was im wenigsten Kalender-Clients eigentlich können. Das andere zum Beispiel kann das nicht. Ich kann auch clientseitig filtern und mir nur Termine in einem gewissen Zeitintervall zurückgeben lassen vom Server. Was recht praktisch ist, wenn ich riesige Kalender habe mit 5000 oder mehr Einträgen, wie es ja sehr oft in der Praxis vorkommen kann und da doch relativ sinnlos ist, dass jedes Mal im Komplexe sind. Ja, keine Einschränkung, weil es eigentlich nur ein Jahr in die Zukunft und ein paar Monate in die Vergangenheit. Das wird der meiste Use Case eigentlich oder meistens sinnvoll sein. Das könnte eben kleinseitig mit so einem Time-Range-Filter einschränken, vorausgesetzt, der Server kann damit umgehen. Ne? Manche können es, manche nicht, das ist ein bisschen ein Glücksspiel natürlich. Und ich kriege nicht wirklich dann Feedback als Client, ob da jetzt was Vernünftiges zurückkommt. Ne? Manche Server schicken dann einfach irgendwas Ungültiges oder Falsches retour. Und vor allem ist die Kombination wieder schwierig mit wiederkehrenden Terminen. Ja? Die Frage ist nämlich, wie berechnet der Server oder auch der Client die Schnittmenge quasi, das Intervall. Ja? Ich habe einen wiederholenden Termin, der jährlich stattfindet und ich habe so ein Intervall von einem halben Jahr. Jetzt ist keine einzelne Instanz von diesem wiederkehrenden Termin eigentlich drinnen innerhalb dieses halben Jahres. Soll er das jetzt zurückliefern oder nicht? Ja? Da ist auch der Standard nicht hundertprozentig eindeutig und genau deswegen interpretiert es halt jeder Client und jeder Server anders. Ne? Zweifelsfall sollte man dann eher größer wählen, dieses Intervall, um genau solche Probleme zu vermeiden. Das führt im Endeffekt dann entweder zu verlorenen Terminen oder zu verdoppelten Terminen. Da muss ich aussuchen, was die bessere Variante ist in der Praxis. Ich würde eher zum Duplikat tendieren, weil das kann ja zumindest wieder auffangen. Ne? Das ist immer gescheiter als Datenverlust. Ja, generell ist das ein sehr lebendiges Protokoll und da tut es sehr viel. Es gibt die Cal Connect, ein großes Konsortium, wo viele Hersteller natürlich dabei sind. Die haben dreimal jährlich Meetings. Es ist ein bisschen kostspielig, da reinzukommen als kleines Startup, quasi fast unmöglich, aber man kann zumindest teilnehmen an diversen Konferenzen und sich Vorträge anschauen. Genau hier werden eben diese Drafts und RFC Vorschläge quasi weiterentwickelt und diskutiert. Ja, da kommt eben genau sowas raus, wie eigentlich wäre es sinnvoll, die Zeitzonen neu zu definieren. Oder was ist in Planung, Managed Attachments oder so, weil das ist auch ein leidiges Thema. Attachment-Verwaltung der Kalendereinträge, so wie werden die kodiert, wie werden die verwaltet, wo werden die als Link abgespeichert und so weiter. Da könnte man sehr schön mit einer Cloud-Lösung wie Nextcloud oder so kombinieren. Das automatisch die Kalender-Attachments von Clients wie Thunderbird oder Outlook in einer Private Cloud-Lösung als Link abgespeichert werden. Das kann man sehr, sehr schön mit so einem Standard natürlich brauchen. Ja. Format ist natürlich auch eine Frage, ob man irgendwann einmal wegkommt von dem iCalendar-Standard und hin zu einem JCAL-Format, JSON-Format zum Beispiel kommt oder in der XML-Form bekommt. Also, da gibt es auch diverse Bestrebungen für. Ja, das eben kurz zum Protokoll. Man sieht, es hat einige Baustellen und Probleme natürlich in der Praxis. Was wäre die Alternative? Exchange Active Sync, eben von der
Microsoft gleich natürlich propagiert. Ja, was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen, wo kommt der Kalev-Standard her, damit der große Hersteller ist da dahinter, Apple im Prinzip. Und das sind ja halt die zwei Big Player, die sich da konkurrieren. Und Google ist irgendwo dazwischen, wenn man sich das historisch anschaut. Die haben bis 2013 circa auch ActiveSync unterstützt, den Heimanwenderbereich. Dann haben die irgendwann von heute auf morgen mehr oder weniger die Schnittstelle gehabt. Also gerne Seitenhieb auf Microsoft für die Business-Kunden, gerne gibt es noch, aber für die Privaten nicht mehr. Es war auch kurz einmal im Gespräch, CalDAV zu kappen, um damit, also von Google-Seite zu zwingen, auf die eigene Google-API zu gehen. Das wurde aber dann als massiver Protest dann von der Community auch, wo man es wieder rückgängig macht. Also CalDAV geht noch bei Google, aber man weiß auch nicht so genau, was die natürlich zu machen. Sonst kennen die zwei Welten, die aufeinander prallen, in Apple und Microsoft. Apple forciert CalDAV, Microsoft forciert ActiveSync. Ja, das ist quasi der Standard im Enterprise-Bereich natürlich, dass hier wirklich im Prinzip für jedes Client-Gerät dann ActiveSync-Client gibt. Hat zwar im mobilen Bereich natürlich entstanden, das war der primäre Fokus, aber seit auch noch 2013 auch in diesem Bereich möglich mit Einschränkungen. XML basiert, auch über HTTPS natürlich, verwendet er spezielle Binärcodierung, das WPXML-Format. Und was recht nett ist natürlich, ist das Direct Push, dass Änderungen sofort ans Mobilgerät gepusht werden über HTTP Persistent Connections, also TP-Lite-Settings. Da haben wir hier ein Beispiel noch. Ein ActiveSync-Device schickt halt regelmäßig so eine Ping-Requests mit irgendeinem Default-Intervall, wieder das Beispiel 15 Minuten gewählt. Wenn sich da nichts tut in dieser Zwischenzeit, also das wird eben die HTTP-Verbindung offen gehalten, gibt es ein Heartbeat-Intervall, wenn sich da nichts tut. Also entweder kommt eine Änderung, dass der Server schickt, das hat sich was getan, oder es kann dem ansonsten ein HTTP-200-Retour, das kann natürlich auch verloren gehen, dann fängt der Client wieder neu an mit so einem Ping-Request, macht wieder eine Verbindung auf, aber mit einem verkürzten Intervall. Das heißt, das Protokoll ist recht sparend insofern implementiert, dass man eben auf Fokus sehr mobile Geräte da versucht, natürlich Stromverbrauch zu sparen, Akku zu sparen und nur wirklich, wenn es notwendig ist, da hin und her zu schicken. Das ist schon ganz gut gelöst, aber natürlich ist es kein offenes Protokoll. Also, wenn man jetzt überlegt, okay, wie schaut eigentlich die Lizenz, welche der Situation aus? Die ganzen Hersteller von ActiveSync Clients oder so müssen dann sich Lizenzgebühren für das Protokoll zahlen. Dann ist das natürlich nicht vergleichbar mit einem offenen RFC wie dem CalDAV oder CalDAV-Standard. Ja, Autodiscovery geht hier sehr gut, Remote Vibe wäre noch ein Zusatzfeature für mobile Geräte. Ist klar, dass er es jetzt im Unternehmensumfeld forcen kann, dass eben die verlorene Geräte zum Beispiel alle Firmendaten gelöscht werden. Es gibt auch Open Source Implementierungen, Zpush, der bekannteste Vertreter aus durch Zarafa und dem Nachfolger der Vorgänger Copano weiterentwickelt wird. Borde hat eine große ActiveSync Implementierung, Synchrotron für Colab Outside ein, verwendet das auch und so hat auch eine eigene Implementierung. Aber es gibt da schon einige. Zpush sich am ausgereiftesten für Zarafa Copano, alle anderen immer wieder Probleme. Wenn man sich die Mailinglisten anschaut in dem Bereich, die Probleme fangen an eben genau im Enterprise-Bereich oder so. Also in einem Testkalender mit 5 Einträgen und ein Mailverzeichnis mit 10 Mails sind keine Probleme. Wenn ich jetzt einen Outlook-Account hernehme, der 5 GB Mailboxen hat und 5000 Kalendereinträge und 10.000 Kontakte, dann sind das schon stundenweise. Und irgendwann hängt es ja auch zum Beispiel an, tut man schwer, das zu debuggen, weil es mehr oder weniger Blackbox ist, auch von der Konfiguration im Client. Ja. Also entweder, also ich kann den Account einrichten, wie gesagt, mit E-Mail, Adresse, Passwort, viel mehr kann ich dann nicht konfigurieren. Ja. Dann fangen wir zum Synken an, kann da weder triggern, wann genau, oder wie viel, oder welchen Folder, sondern er synkt einfach den ganzen Account, auch alle Mails. Also ich kann das bei Auto zum Beispiel auch nicht trennen, das sind nur Kalendereinträge, Kontakte sind soll, also man sieht den ganzen Serverfolder. Das kann dauern natürlich und das ist sehr unzuverlässig bei großen
Datenmengen, weil es auch nicht dafür gedacht ist. Der Fokus von Protokoll war im Immobilienbereich und da möchte man 5 GB Mailbox aufs Handy eingesuchen, die gesamten Daten. Aber im Outlook-Kontext natürlich für den Desktop-Client sehr wohl. Und dafür ist es eigentlich nie hundertprozentig ausgelegt gewesen. Das geht bei Karl davon so eigentlich wirklich besser, weil ich viel mehr Feinjustierungen treffen kann, welchen Folder, welchen Zeitraum, welchen Bereich möchte ich eigentlich suchen. Ja, zu den Serverlösungen. Ich möchte mir jetzt nicht die Finger verbrennen, ist irgendwer hier von diesen Anbietern. Wenn er jetzt sagt, der und der ist gut und der ist schlecht, dann kriege ich einen Deckel vielleicht. Also, irgendwer da von denen? Oder wer kennt die Anbieter? Okay. Wer sie kennt oder? Bitte? Wer sie kennt oder? Wer kennt sie? Okay. Wer hat irgendein Naheverhältnis zu einer von denen? Zu welchen? Sagen Sie nicht. Okay, na gut. Ja, ich kann nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen. Also ja, diese Sortierung oder Reihung hat auch nichts zu bedeuten. Reiner Zufall, sage ich jetzt mal. Ja, was ich natürlich sagen kann, was wir an der FH verwenden zum Beispiel, ist eben jetzt im Mitarbeiterbereich Sogo. Wir sind eigentlich relativ zufrieden damit. Horde hatten wir auch im Einsatz oder haben wir immer noch als Webmail im Einsatz. Da ist aber die CalDAV-Unterstützung eher schlecht, weil veraltete Serverversion. Das ist halt immer die Frage, ja, was soll der Fokus sein? Eierlegende Wollmilchsau gibt es in diesem Bereich leider nicht im Open Source Umfeld. Ja. Vor allem muss ich hier, wenn man diese Liste anschaut, natürlich sehr unterscheiden, sind die wirklich 100% Open Source oder eigentlich so eine Mischform und ich wäre eigentlich sofort bei jedem sinnvollen Feature redirected auf irgendeiner Enterprise-Version, wo das erst dann wirklich funktioniert. Ja. Oder ich brauche eben einen proprietären Outlook Connector und muss dafür zahlen, dass es nur in der Enterprise-Version verfügbar ist. Ja. Wie es bei einigen auf dieser Liste ist. Ja. Ja, es gibt. Das ist nicht vollständig. Also da könnt ihr Hunderte wahrscheinlich insgesamt aufzählen, dass viele Forks, viele spezielle Der hat mittlerweile auch CalDAV Unterstützung, genau. Ja, wir haben ihn auf der eine vollständige Liste habe ich auf CalDAV Synchronizer.org, auf unserem Client oder so, die wir supporten. Das ist halt sehr an mich, oder du bist auch affin zu Zahlen? Wir betreiben noch was. Achso, okay. Ja. Na, die sind eher an mich herangetreten, auch, dass ich es in der Liste aufnehme und teste und kann man Testekampf schicken, so funktioniert sehr gut. Also, genau, das könnte man auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Ja, genau, viele sind eben mit Fokus oder entstanden eben aus dem IMAP-Umfeld natürlich auch. Genauso Colab zum Beispiel hat er die Eigenheit, da alles irgendwie in IMAP-Foldern zu kopieren und so zu speichern, ist auch gewöhnungsbedürftig natürlich. Wenn man damit umgehen kann oder das richtig konfiguriert ist, das ist sicher auch eine gute Variante, die auch komplett Open Source natürlich ist, also das kann man sicher auch empfehlen, unter gewissen Kontext halt. Kubano entwickelt sich interessant, also das ist sicher auch weiter zu beobachten, eben der Zarafa-Fork. Zarafa hat ja die MAPI-Unterstützung und damit eben die Outlook-Unterstützung eingestellt 2016, also ja, deswegen eben Kubano mit der Neuentwicklung. Open Exchange natürlich auch ein großer Anbieter, gibt es auch viele Hosting-Angebote, also das ist auch die Frage, wie man das selbst betreiben oder als Cloud-Lösung hosten, egal ob jetzt Private Cloud oder nicht, das kann man natürlich auch jeweils entscheiden. Ja, im universitären Umfeld verwenden deutschen FHs und Hochschulen sehr viele Sogo, aber auch Group Office ist im Einsatz, also ich bin da eben mit vielen in Kontakt. Da kriegt man schon Erfahrungen mit, weil es hier immer um den Kontext geht, okay, wie skaliert das bei tausenden Usern, wie skaliert das bei großen Kalendern. Und so Sogo zum Beispiel ist in Objective-C geschrieben, ist sehr performant, also einer der schnellsten CalDAV-Schnittstellen, die ich bisher gesehen habe, dann auch Masterarbeiten mal betreut, die da einen Performance-Vergleich machen und das sind Welten zum Beispiel zwischen Sogo und Horde CalDAV-Version. Das eine ist PHP, das andere ist Objective-C. Und ist wirklich teilweise Faktor 10 schneller für große Datenmengen. Also da ist natürlich einiges an Performance zu holen. Wenn es nur darum geht, einen schlanken CalDAV-Server zu haben, ist DAV-iCal oder BiCal auch sehr empfehlenswert. Also da habe ich aber rundherum oder die Google
Web-Query und so weiter. Das ist auch die Frage. Ja. Will man eine Web-Oberfläche haben und wenn man eine haben will, wer sind die End-User davon? Sollen sie Leute zurechtfinden, die bisher nur Outlook kennen? Dann wird meins wählen, was vom Web-UI sehr Outlook-ähnlich oder Office 365-mäßig ausschaut, und damit sie User zurechtfinden. Das kann auch ein Entscheidungskriterium sein. Ja, generell ist die Frage, wohin entwickeln sich Desktop-Clients? Ich meine, Cloud und so weiter, brauchen wir das überhaupt noch? Sie halten sich hartnäckig, würde man sagen. Also viele User weigern sich, irgendwas anderes anzugreifen als Outlook, weil es das Einzige ist, was sie kennen als Mail- und Kalender-Client, und damit schon ein riesen Akzeptanzproblem entsteht, wenn ich dann sage, ihr dürft nur Thunderbird Lightning verwenden. Also da kann schon das Problem haben, geschweige denn, ich zwinge sie, einen Web-Client zu kreieren. Ne? Also das ist halt die Geschichte nach wie vor. Ne? Wenn ich zu Cloud oder reinen Web-Lösungen gehe, ist halt die klassische Frage, glaube ich auch immer, wie verhindere ich ein Vendor-Login, bin ich gefangen da drin, kann ich da leicht hin mitreden und wieder weg mitreden. Das ist auch die Geschichte natürlich. Thunderbird Lightning, auch problematisch, die Zukunft, wenn man nicht so genau weiß, wird das wird das weiterentwickelt, das war also natürlich die Zukunft unklar, Support für Solid-Spacom-Erweiterungen wird irgendwann mal eingestellt werden, oder gibt es Gerüchte dazu, zumindest Thunderbird Plus. Schwirrt in den Mailinglisten herum oder so als Fork oder Weiterentwicklung oder so. Also, da muss man auch beobachten, natürlich, wie es weitergeht. Ein sehr guter, aber leider eben auch Closed Source Client ist der AM-Client. Der hat wirklich eine sehr gute IMAP und Calder und Cartoon-Unterstützung, ist aber kostenpflichtig eben im Enterprise-Umfeld, sondern nur für Personal Use gratis, soweit ich weiß. Und eben nicht Open Source. Also, natürlich auch schade, dass da sich nicht wirklich ein guter Open Source Client neben Thunderbird etabliert in diesem Bereich. Ne? In der Linux-Welt natürlich schon Evolution zum Beispiel darstellen. Ne? Ja, Outlook-Integrationen, das ist das Kernthema von dem Vortrag. Kurz noch, weil das eben genau die Lücke war, die wir schließen wollten. Als Open Source-Komponente quasi kann ich alles andere sehr, sehr gut mit mir irgendwie zusammenstöpfen, mit irgendeinem aus dieser Liste. Und mit irgendwas aus dieser Liste, außer im Outlook bisher, weil da hat man es ja oft eben genau diese Geschichte zu lösen, der Connector passt nicht wirklich. Ne? Von Backstrom auf USB, so fühlt man sich, wenn man Outlook in der Open Source Ding anbinden möchte, sehr oft. Ne? Das ist der Klassiker. Was wäre die Alternative? ActiveSync gab Outlook 2013 erst. Und man glaubt gar nicht, wie viele Unternehmen nur Outlook 2007 oder General Office 2007 im Einsatz haben und von dem nicht wegkommen. Und damit bin ich ja mal da schon außen vor quasi. 2010 sowieso sehr, sehr häufig und 13, 16 nur wenig im Einsatz im Unternehmensumfeld. Ja. Und ActiveSync geht aber jetzt ab 2013. Eine vielversprechende Alternative wird es geben, das ist OpenChange. Wer kennt das? Nicht zu verwechseln eben mit OpenExchange, sondern OpenChange. Ja. Okay, ja. Ja, leider muss man mittlerweile sagen, rest in peace, ne? Oder sehen das die aufgezeigt haben, anders? Schwierig, ne? Also der Hauptentwickler macht ganz was anderes jetzt da, die Sogo-Leute haben es auf der Homepage schon oben, aber ich habe mit dem Sogo-Chefentwickler lang hin und her diskutiert, und sie wollen eigentlich den Support auch droppen über kurz und lang und als Alternative eigentlich unseren Calder-Sync Outlook auf die Homepage stellen, weil das OpenChange einfach sowieso nie produktiv einsatzfähig war. Ich glaube, ist nie über ein Prototyp-Stadium eigentlich hinausgegangen. Ne? Wäre natürlich sehr interessant gewesen. Ich war jahrelang dabei auf der Sammelkonferenz, wo der Hauptentwickler immer die Neuerungen vorgestellt hat. Aber ja, ein bisschen zu ehrgeizig. Wenn man weiß, dass Samba 4 ungefähr 10 Jahre gedauert hat, also die DAG-Nachimplementierung, und der Exchange Server nochmal ein Komplexitätslevel höher ist, kann man ungefähr den Zeithorizont prognostizieren, wie lange das dauern würde, bis das wirklich stabil läuft. Also das sind auch wieder bei Minimum 10 Jahren also von einem Prototyp aus. Also die erste Samba 4 Alpha-Version hat es 10 Jahre oder so vor der Final-Version so gegeben. Also das sind große Unterschiede. Ja, für Cald of Cartoff gab es schon ein paar kommerzielle Plugins, aber eben kein Open Source Plugin. Ne? Wenn man eigentlich Sync nimmt, wie gesagt, wäre die Einschränkung mal erst ab Outlook 2013, da habe ich viele Code,
und dann diverse weitere Einschränkungen. Ich kann vom Outlook-Client, von ActiveSync-Client, obwohl es quasi von derselben Firma quasi ist, ist auch irgendwie halbherzig implementiert und erfüllt auch nicht eigentlich alle Anforderungen. Ich kann nur ein Adressbuch synken, warum auch immer. Shared Folder funktionieren auch per Design eigentlich vom Protokoll, weil es eben gedacht wird für mobile Geräte und für Sync im mobilen Bereich. Distribution Lists funktionieren nicht wirklich über Sync, für PC Support auch nicht standardmäßig möglich. Die Kobane-Leute haben sich da angenommen und schreiben gerade eben so eine Kobane Outlook Extension, auch Open Source, aber eigentlich auch nur so wirklich groß verfügbar in der Enterprise-Version, also ein bisschen schwieriger, die Binaries zu finden. Bin auch mit denen in Kontakt, wir kämpfen genau mit denselben Problemen. Die haben eigentlich auch einen Hauptentwickler, der masochist genug ist, ein Outlook-Plugin schreiben zu wollen, und kämpft genau mit denselben Memory-Management-Dingen. Wir haben am Rande der Fosten-Geber genau über diese Dinge diskutiert, also wie man da eine vernünftige Integration einbauen kann. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, und wenn man da die Enterprise-Lizenz nimmt, hat man da den Support auf jeden Fall natürlich dabei, aber komplett Open Source und in der Community-Version ist das alles ein bisschen schwierig, wirklich produktiv einzusetzen. Kobano? Nein, in Cola wird in den nächsten Versionen ihre Shared Kalender und ihre Shared Komponenten auch als zusätzliche, die lokale Komponenten im Outlook integriert. Okay, das heißt, da gibt es einen eigenen Outlook-Connector dafür, oder ist das eine direkte Unterstützung? Okay. Tun so, als ob es normale zusätzliche Adressinterfolder oder wären. Okay. Schicken Sie unten halt ein. Okay, also das könnte auch eine interessante, ich fasse mal kurz zusammen, also Collab wird in der nächsten Version da auch bessere Integration haben, direkt über die Folder, über die eigenen Folder, Shared Folder. Ja, das ist interessant, ja, müssen wir auf jeden Fall auch beobachten. Ja, OpenChange, wie gesagt, relativ tot leider, aber wäre sehr ehrgeiziges Projekt gewesen, eben eine komplette Nachbildung vom Exchange-Protokoll, ja, auf Samba 4 Basis. Und verknüpft eben mit dem Soho, gab es da auch so eine Zero Effort Group, ja, also so eine Appliance quasi, die das so out of the box quasi komplett konfiguriert zum Ausprobieren, aber wie gesagt, bei weitem nicht Enterprise Ready und nur für Testzwecke verwendbar. Aber ja, vielleicht findet sich ja irgendwer, der dieses Projekt weiterentwickelt, aber würde man nichts erwarten, in den nächsten Jahren zumindest das produktiv einsetzen zu können. Ja, damit haben wir die Motivation für Kind of Synchronizer. So ist das entstanden, weil es nichts Vergleichbares gab. Und wir das entwickelt, ist ursprünglich entstanden als Masterthesis von mir. Also, ich habe einen Diplomaten betreut und dem wurde das Thema umgehängt. Und der hat sich da wirklich reingehängt und einmal einen ersten Prototypen gemacht. Natürlich noch weit entfernt von irgendeinem Produktiveinsatz, aber mittlerweile sind 2 Jahre vergangen und es ist. Wir haben mehr als 500.000 Downloads und so als Forge-Projekt des Monats waren sogar mal mittlerweile. Also es ist wirklich, wenn man auch in den Mailinglisten und bei diversen Servern herumschaut, der etablierte Kaldorf-Kartoff-Client für Auto mittlerweile wird von allen empfohlen. Selbst von den Open Exchange-Leuten, die einen proprietären Connector haben oder Mailbox.org zum Beispiel, schreiben in den Foren und Wikis oder so, dass unser besser funktioniert als der eigene von Open Exchange. Also ein schönes Lob natürlich. Und wir unterstützen ab Outlook 2007. Ja, Features kann man sich auf der Homepage natürlich genauer anschauen. Wir supporten auch Google-Profile und OAuth und dort die eigene Contact-API, weil Google nicht wirklich eine sinnvolle Kartoff-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Sie sagen zwar, dass sie Kartoff unterstützen, aber sie tun es in Wirklichkeit nicht. Deswegen ist man da gezwungen, eigentlich für Produktiv-Einsätze die eigene API zu verwenden. Ja. Eine Geschichte, die wir gemacht haben, ist auch ein Mapping von den seltsamen Windows-Zeitzonen, weil da gibt es eben nicht Europeaner, sondern Western European Standard Time oder so mit irgendeiner obstrusen Definition. Und das kann man auch mappen auf die Standard-Zeitzonen, damit man da mehr Interoperabilität erreichen können. Man kann sehr viel
einstellen und konfigurieren. Also das ist im Gegensatz zu EchoSync natürlich auch ein Vorteil, dass ich jedes Detail einzeln einstellen kann. Das sehen wir zum Beispiel bei Advanced Settings. Also ich kann auch mappen oder filtern, dass ich nur Termine mit bestimmten Kategorien synke, das mit der Finger Auto-Kategorie Farbe und damit einzelne Serverkalender auf einen Outlook-Kalender merge und über die Farbe halt und über die Kategorie differenzieren kann. Also das geht auch ganz gut. Ganz oben sieht man eben das Timezone-Mapping, also eben mappen kann die Windows-Zeitzone auf irgendeine Standard-Zeitzone. Also da ist einiges möglich. Ne? Distribution-Lists funktionieren, das ist auch der einzige Outlook-Client, der das synken kann. Einerseits mit dem eigenen Sogo-Format, speziell für Sogo, aber auch über Extended Attributes im normalen VCAT-Format als X-Adressbook-Server, Member-Attribute, so ähnlich wie es Apple Clients auch verwenden. Also jetzt hat man da auch Interoperabilität erreichen. Also man kann ja die Kontaktgruppen von einem CAT-Server eben auf Outlook-Distribution-Lists mappen. Oder eine komplette Anforderung von einem Kunden, der das auf Nextcloud oder On-Cloud-Basis serverseitig verwendet. Ja, als Case Study, so wie Sie an der FH im Prinzip im Einsatz auch ist, im Soho mit Outlook über unsere Plugins, Thunderbird Lightning, Draftroid kann man empfehlen für den Android-Bereich, da war ich vorher sehr hier ein Vortrag auch dazu, oder das ist auch ein österreichisches Projekt, auch sehr, sehr empfehlenswert und Open Source. Und ja, für Apple-Geräte natürlich auch die native Calder von Carter Unterstützung. Ja. OpenLDAP kann man verwenden eben für globales LDAP-Adressbuch jetzt im Firmenkontext. Also es ersetzt dann mehr oder weniger die GAL, die Exchange Server globale Adressliste. Und ich kann sogar Outlook dazu bringen, über einen gewissen Trick eben global so Frequency Lookups zu machen, indem ich da in der Script oder in dem Fall ein PHP-Script vorschalte, dass eben die FreeBSD-URLs, also die FreeBSD-Einträge liefert, mit dem Wildcard-Prozent nehmen oder so, wie auch der Adressbuch-Lookup gemacht, und wenn er den User findet, ladet er von dem die FreeBSD-Daten ab. Ja, das funktioniert ganz gut für Termin-Scheduling. Ich kann sowohl in Outlook als auch im Server Web Frontend und mit einem weiteren Plugin auch im Thunderbird Lightning Termine schedulen und sehe die frei Verfügbarkeitszeiten von den Teilnehmern. Kann man zum Laufen bringen, ist ein Konfigurationsaufwand, aber funktioniert dann ganz gut. Und mit den richtigen Einstellungen verhindert man immer, dass Termineinladungen doppelt versendet werden. Also, wenn man zum Beispiel in Erweiterungen die Sogo verwendet, Send Appointment Notification, also kann man dem Server sagen, soll er noch mal Einladungen verschicken, in dem Fall nein, weil es Outlook startmäßig selber schon macht. Ja. Das heißt, aus der Kontext eben, wenn der Termin unter Windows und Outlook erstellt wird, dann soll sich Outlook drum kümmern. Macht das schon das Handling von den Termineinladungen, weil es bei der Mail dann auch die Rückantworten kommen und ich von Outlook das besser verwalten kann. Ansonsten wird es serverseitig gehandelt, dann wird das Flag nicht gesetzt sein. Also das geht ganz gut, und über den Schedule-Status, wenn das serverseitig unterstützt wird, kann ich auch dann dem Server mitteilen, wurde die Einladung schon versendet. Dieser Zahlenkurs. Ja, Herausforderungen habe ich schon ein bisschen angesprochen, die Zeitzonenproblematik, die Memory-Management-Problematiken, und zukünftig ist geplant nur automatisches Deployment, dass man das ein bisschen verbessern kann, Attachment-Support, das Link eben so Nextcloud-Storage oder so, also wir haben auch eine Kooperation mit den Nextcloud-Leuten. Notizen wurde gefordert, dass man da noch synken kann, dass man sich überlegen, wo man das reinmappt. Also da gibt es auch diverse Ideen, bis hin zu einer serverseitigen Integration. Also das wäre natürlich auch interessant, dass man sich anschaut, kann ich da am Exchange-Server direkt das abgreifen und mit dem Kaga-Server synken. Ja. Damit nicht immer eine Auto-Instanz wird, die laufen muss für die Synchronisation. Gut. Soweit einmal, vielen Dank von meiner Seite. Gibt es noch weitere Fragen? Also haben wir schon im Rahmen diskutiert. Bitte. Hast du Erfahrungen mit dem DAF-Mail Gateway? Mit dem DAF-Mail Gateway, es taucht immer wieder auf, auch in den Einträgen bei uns, aber wirklich praktisch selber verwendet habe ich es noch nicht, ehrlich gesagt. Ja. Und
was ich so von den Fragen und Einträgen da habe, ist auch so eine frickelige Geschichte, ja, das wirklich zum Laufen zu bringen. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt im Enterprise-Kontext, glaube ich, ist nicht einsetzbar. Für eine Bastellösung zum Ausprobieren schon, glaube ich, aber weit mehr nicht. Andere Meinung dazu? Ich sage einfach andere Erfahrungen gesammelt, aber ich würde jetzt sagen, ab wann ist Enterprise? Wie viele User? So 150, 200? Also die Lösungen, die für drei Kalenderfolder mit von 5 User und maximal 100 Terminen funktionieren, sowas nicht. 150. Ja. Also 150 würde ich sagen, würde ich sagen, schon, das ja. ist, aber die Frage ist, ob das Enterprise ist, weil wir haben es eigentlich für Enterprise drin. Ja klar, aber jetzt im KMU-Bereich oder so, das ist auch Enterprise. Ich meine einfach, die Firmenkunden, also die eine produktive Lösung brauchen, nicht selber da, herumbasteln wollen zu viel. Und vor allem, dass ich eben keinen Performance-Einbruch habe, wenn das skalieren soll. Ja. Das ist auch die Geschichte. Also wie es bei Sogo im Prinzip ist oder so, da bricht der Karl auf selber nicht ein, wenn ich da 5000 gleichzeitige User das Datenmodell darauf ausgelegt ist. Ja. Ja. Okay. Ja, weitere Fragen, bitte. Was war der Grund für ADGL als Lizenz? Das schaut irgendwie ein bisschen komisch aus der Klasse. Ja, weil viele Serverhersteller das hijacken sonst, ja, und bundeln mit ihrem Produkt. Da will ich verhindern, dass das nicht GPL-Server machen. Ganz einfach. Und wir haben schon konkrete Anfragen. Ja. Wir haben auch schon einige Anfragen zur Dual-Lizenzierung, weil die genau das eben nicht wollen. Und ich will das aber verhindern. Ja. Also spricht nichts dagegen. Es ist auch die ganze Nextcloud-Server-Stack zum Beispiel AGPL. Und ja, es wird oft einfach so ein Produkt wie unser Client gebundelt mit dem Serverprodukt, weil die dann einfach eine Komplettlösung anbieten können. Wir haben auch Kooperationen zum Beispiel mit Easy Project, das ist ein kommerzieller Spin-off von Redmine, und die machen auch genau sowas, aber halt mit unserer Erlaubnis quasi, nicht einfach gehijackt. Das ist der Unterschied. Ja. Deswegen die Sprengelizenz quasi. Aber ja, kann man gerne im Detail im Anschluss diskutieren. Okay. Weitere Fragen? Irgendwer hat hinten mal aufgezeigt. Ja, bitte. Gibt es von Sogo überhaupt noch eine Community Edition? Gutes Thema. Ja. Sogo und Community Edition. Sogo ist im Prinzip komplett Open Source, wie viele. Müssen aber natürlich auch von irgendwas leben, haben Supportverträge. Ist scheinbar nicht so oft gewählt worden, dieses Modell. Und dann haben sie einfach für halben Jahr, oder was auch wie lange es mittlerweile her ist, beschlossen, die stabilen Pakete nur mit Supportvertrag anzubieten. Es gibt aber die Nightly Builds nach wie vor, und meiner Meinung nach ist so eine Entscheidung sowieso fragwürdig, weil was passiert in einer großen Community, wie es Sogo mittlerweile ist? 3 Tage später postet irgendwer auf der Mailingliste ein Repo, wo jeweils die aktuellen Pakete verfügbar sind, ne? Zu der aktuellen Release. Also, statt dass ich halt dann das offizielle Sogo-Repository verwenden kann, nehme ich halt irgendein anderes. Und das ist aber genauso vertrauenswürdig im Wesentlichen, weil es hier jemand ist von einer großen Universität, die das im produktiven Einsatz dort haben zum Beispiel. Also ist ja fragwürdig die Entscheidung. Also ich befürworte sowas nicht, aber ja, ich verstehe auch den Kontext, also, dass die natürlich mehr Leute zu Supportverträgen zwingen wollen oder das fördern wollen, das Verhalten. Das ist immer die Frage. Wie verdiene ich mit Open Source Geld?